Und damit Gummo und herzlich willkommen zum ersten Spieltag der YTL, der Yama Triathlon Liga, Part 1, Singles 6v6. So, wir spielen am ersten Spieltag gegen den allerwertesten Lucas Joel One, aka Lukas. Ja, ich stelle euch einmal gerne das Team vom guten Lukas vor. Er hat im S-Tier Mega Swampert und Sneasler. Im A-Tier haben wir Archaludon. Ich habe Fehler begangen, den ins A gepackt zu haben. Und Pelipper. Im B haben wir Screamtail, Rotomo und Zoroark. Im C Talonflame und Mudsdale. Und im D-Tier haben wir Illumise und Dusclops. Wir haben heute dabei, ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller, damit Lukas nicht so lange warten muss. Wir haben gerne doch, sag ich schon. Master the Knight, unser Greatest mit Citrus Berry, EQ, Close Combat, Supercell Slam. Ich finde es cool, dass der das kann. Ich hätte lieber Wild Charge gehabt, aber man kann nicht alles haben im Leben. Deswegen gucken wir mal. Und Rapid Spin. Komplett physisch offensiv, speedy, blibablub. Dann haben wir Rocky Hand mit Iggy Slash. Sneasler ist gruselig. Sneasler ist sehr gruselig. Fistef mit Shadow Sneak, King Shield, Sacred Sword und Shadow Ball. Macht halt Dinge, ne? Fini mit den Leftovers, Moomla, Surf, Toxic, Defog. Klar, Toxic muss ich aufpassen. Kann sehr nach hinten losgehen. Aber wir werden ja nicht immer das Terrain draußen haben, ne? Vielleicht Toxic auch gar nicht so geil. Vielleicht doch nochmal wegpacken. Ich wüsste jetzt nicht vor was, für was. Vielleicht Nock. Ich glaube, Nock ist fein. Dann spielen wir es so. Was ist der Flying Type? Pillepa bringt mir nicht so viel. Rotom Mo kommt hier ab, wohl. Ich behalte ihn mal. You never know. You never know. Komm. Komplett Spedef. Wir haben AV Jolteon mit Volt Switch, Thunderbolt, Weatherball und Signal Beam. Macht Jolteon-Dinge. Brauche ich nicht groß erwähnen. Wir haben Choice Scarf Celebi, unsere Corrupted Euler, mit Psychic Giga Drain, Aura Sphere und U-Turn. Wir können Modest gehen, es ist wundervoll. Und als letztes haben wir Overkill mit Life Orb, Aqua Jet, Crunch, Liquidation und Barbaras Rabarbar. Ja, schneller als Pert im Regen und auch so schneller als Pert. Dementsprechend nice. So, Spieltag 1 gegen Lukas. Ich habe angefangen, das Team zu bauen in einem sehr müden Zustand und heute jetzt in einem etwas wacheren Zustand weitergebaut. Einmal alles oder die Hälfte über den Haufen geschmissen. Und wir gehen rein. So, was sehen wir? Wir sehen kein Pert. Na gut. Wir sehen kein Sneasler. Holy shit. Genau, wir sehen. Good luck, have fun. Das wünsche ich you too. So, wir sehen Talonflame. Wir sehen kein Pert. Wir sehen kein Sneasler. Das S-Tier ist nicht dabei. Archaludon ist dabei. Pillipper ist dabei. Screamtail ist dabei. Rotom Mow ist dabei. Zoroark ist dabei. Und Talonflame ist dabei. Kein Mudsdale, was mein Supercell Slam sehr cool macht. Und auch Jolteon sehr unter die Arme greift. Ansonsten noch Illumise und Dusclops. Joa, ne? Ich glaube, so ein Lead mit Jolteon sollte fein sein. Mich sollte nichts wirklich killen können. Dafür gehen wir es auch. Jolteon Lead vollkommen fein. Klar, wir haben nichts gegen dieses Archaludon. Der ist ein bisschen scary. Aber das war ja vorher auch schon. Und das ist Talonflame. Wir sind schneller als Talonflame. Und wir können einmal for free Vote switchen, ne? So, wenn der Scarf ist, dann ist der als Scarf. So fine by me, I guess. Rotom Mow. So, zack. Wir können direkt kalken. Jolteon gegen Rotom. Rotom Mow. Der Volt Switch hat 6% gemacht. Ohne Invest hätte er 9 gemacht. Ist der komplett Spedef? Yes. Der ist komplett Spedef. So. Genau, der ist komplett Spedef. Das heißt, der hat kein Speed. So, wenn wir jetzt mal gucken. Celebi macht mit einer U-Turn so 30. Ist fein. Great Tusk. Macht mit CC nicht genug. Overkill.
Könnte mit einer Max Roll killen, aber das ist es mir nicht wert gerade. Genau. Aber er muss prinzipiell das sich davor fürchten. Aber ich glaube, ich gehe ins Celebi. At Leftovers. Das ist natürlich doof. Drin U-Turn. Wenn er drin bleibt, gehe ich wieder in Jolteon. Er bleibt drin. Ich gehe in Jolteon. Vote Switch. Pascht. Wir könnten einmal Signal Beam drücken, ne? Wir drücken mal Signal Beam. Da kommt Archer Ludon, der ist natürlich doof. Bei der ist jetzt gefährlich. Hat auch Leftovers. Okay. Jolteon. Hätte mit Signal Beam so 33 gemacht, das ist fein. Archer Ludon hat von Signal Beam 13% bekommen. Das ist eine Menge, Menge, Menge. Wildes Archer Ludon Set hier. Der hat auch keine AV. Er könnte Full HP sein. Ja, 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 irgendwie sowas. Nichtsdestotrotz werde ich hier wahrscheinlich einfach V-Switchen und in Fini gehen. So, 20%, kriegt nochmal Stamina, ist in Ordnung. Wir gehen in Fini. Da kommen Rocks. Das ist fein. Fine by me. Ich glaube, wir defoggen einfach. Oh ja, wir defoggen. Rotomo kommt rein, das ist fein. So, wie viel kriegt Fini? Tapu Fini von einem Rotom. Mo. 51 bis 61. I mean, fine by me, I guess. Der Volt Switch macht so 33. Ist auch fine by me. Ich drück einfach mal Toxic. Kommt Volt Switch, macht 30. Wie erwartet. Und solange nicht Archer Ludon reinkommt, der hier nicht reinkommen sollte, nämlich Screamtail und der Toxic trifft und mir geht's damit wunderbar. Jetzt können wir Moonblast drücken. Batten Pass. Rotomo. Bumm. So, ich bin ehrlich. Ich gehe hier raus. Wir gehen Jolteon. Pain Split. Ist fein. Ist nicht so viel. Kein großer Verlust. Wir können das Archer Ludon weiter anschippen. Das würde ich aktuell sogar sehr begrüßen. Und wir kriegen dicken Damage auf Rotom. Fressende Leafstorm ist in Ordnung. Der wird jetzt sehr wahrscheinlich rausgehen. Das heißt, ich gehe auch raus. Da kommt Screamtail rein. Screamtail. Und wir könnten relativ free in Egislash gehen, ne? Und einfach mal einen Shadow Ball rausfeuern. Oder einen Overquill und einfach einen Crunch drücken. Ich glaube, ich gehe in Egi und drück Shadow Ball. Ich bin Egislash. Und du musst hier raus. So ein Shadow Ball will jetzt eigentlich nicht so wirklich gerne reinkommen. Wenn wir ehrlich sind. Batten Pass ist fein. Batten Pass ist completely fine. Und da wird jetzt ein Shadow Ball irgendwo reingefeuert. Und den nehme ich sehr gerne. Rotomo kommt. Bam. Klar, der lebt den. Das ist auch completely fine.
könnten nochmal in Jolteon gehen. Wir gehen auch hart in Jolteon. So, wenn er Pain splitten will, dann ist das fein. Genau. So den Schaden wollte ich nicht auf Dings fressen. So. Wir können einfach wieder erst Signal Beam drücken, ne? Butz. Leafstorm. Killt jetzt leider mein Jolteon, aber es ist fein. Und ich kann jetzt ins Celebi gehen und einfach U-Turn drücken. Schade, Jolteon. Aber ihr habt noch genug Antworten gegen das Belebar. Noch ist alles fein. So, und Rotom ist auch dead. Ich glaube, mit Fini machen wir nicht viel falsch. Ich bin auch ehrlich, ich bin, egal was reinkommt, sehr dazu verleitet, einfach Moonblast zu drücken. Außer Talonflame, aber Talonflame macht mir an sich auch nicht viel. So, Talonflame kriege ich irgendwie gehandelt. Sondern er muss halt Angst haben. Pilipper. Genau, den wollte ich gerne sehen. Den sehe ich sogar sehr, sehr gerne. Es könnte ein Moonblast kommen. Aber ich feuer meinen zuerst raus. Bam. Kommt eine U-Turn, ist fein. Und Archaludon. Klar, da wird mir jetzt einen dicken Move in die Fresse drücken. Den kann ich leider auch nicht mehr wirklich verhindern. Bin jetzt an einem Punkt, wo ich überlegen muss, was abzuwerfen. Die Frage ist halt wirklich nur, was. Great Tusk ist es nicht. So. Es könnte Celebi gut sein. Zoroark kam noch nicht rein. So, gucken wir doch mal. Gegen Archaludon. Der ist nicht AV. Der ist sehr wahrscheinlich nur Full HP. Der nimmt den Moonblast ganz gut sogar. Eigentlich darf ich Fini nicht abwerfen. So, Elektroshot. Den Elektroshot ist danach plus 1. Leben wir zwar, aber zu welchem Preis, ne? Great Tusk. Sagen wir das plus 1 Death. Ist auch nicht so richtig der Play. Ich darf den eigentlich nicht attacken. Ich muss jetzt irgendwas eigentlich aggressiv abwerfen. Die Frage ist halt wirklich nur, was. Frage ist halt wirklich nur, was. Great Tusk abwerfen könnte ein Ding sein. Oder ich drücke den jetzt einfach 2 Moonblast rein. Das ist die andere Option. Oh, wir gehen das Risiko. Ich drücke den Moonblast rein. Oh ja. Den sollte ich leben. Genau. Und hau ihm jetzt einfach noch einen Moonblast rein. Flash Cannon. Oh, war ein Speed Tie. Interessant. Aber fine by me. Weil jetzt sollte Great Tusk den immer rausnehmen können mit Close Combat. So, das ist Great Tusk. Hallo, hallo. Ich drücke jetzt CC. Okay. Da kommt Screamtail rein. Das ist fein. So, aber Archaludon ist low. Und low ist Archaludon, ist ein gutes Archaludon. So, wir gehen Overquill. Baton Pass ist fein. Frage ist nur, hört der Regen auf oder nicht? Archaludon ist wieder da.
So, und jetzt ist die große Frage, ne? Overquill. Aber der ist nicht plus 1. Der ist nicht plus 1. Crunch macht 35 bis 41. Danach ist der plus 1. I don't know. Maybe Celebi und Aura Sphere. Und den noch einen Ticken behalten. Maybe Celebi und Aura Sphere. Aber Celebi könnte halt auch irgendwann durchgehen. Wir leben halt einen Move. Der ist jetzt plus 1. Wir verlieren Life Orb, Draco. Okay, wir leben keinen Move. Weil ein Draco kommt. Alles klar, check, check. Ja, wir gehen Celebi. Ach, da ist noch eine EV drin. So, Psychic. Killt nicht safe. Leider. Leider killt ihn nicht safe. Aber wir können doch einfach wieder in Great Tusk jetzt gehen. So, und einmal EQ drücken. Na, da kommt der EQ. Bum, bum. Screamtail geht's nicht gut. Ich glaube, ich kann mir auch noch einen EQ erlauben. Oder halt jetzt einen Supercell Slam, ne? Aber machen wir nicht. Machen wir nicht. So. EQ ist raus. Pillipper kommt. Und ich bin ehrlich, ich Supercell Slam den jetzt einfach. Hoffen wir, dass wir treffen. Wir haben auch sein Item gesehen, weil der Regen lange draußen war. Let's go! Es hat sich gelohnt. Und der Wish geht ins Leere. Der Wish geht ins Leere. So, und wir haben auch immer noch eine Citrus Berry. Da kommt Talonflame. Ich bin ehrlich, wir gehen aber an Eggy. Oder wir greifen jetzt einfach an mit nochmal einem Supercell Slam. Kann der uns killen? Great Tusk. Gegen Talonflame. Talonflamme. Gucken wir mal mit Brave Bird. Und Hurricane. Ja gut, ist halt die Frage, ne? 2-5-2. Eggy könnte auch nicht mehr so wichtig sein. Ich gehe einfach in Eggy. Selbst wenn das jetzt Zoroark ist, ist es nämlich nicht und Hurricane hätte mich gekillt. Und jetzt könnten wir, glaube ich, einfach Shadow Ball drücken. Oder als Sacred Sword. Da kommt Archer Ludon, der ist raus. Boots. Und der Regen ist noch ein bisschen da. Ich drücke in King Shield. Und das ist Zoroark. Alright. Nichtsdestotrotz drücken wir jetzt Sacred Sword. Leben wir nicht. Schade, schade. Life Orb. Huh. Wie gefährlich kannst du jetzt noch werden? Great Tusk gegen Zoroark. 252. Jolly. Psychic wäre das Schlimmste, glaube ich. Den lebe ich mit Tusk. Ah, nee, das ist. Ah, ohne Life Orb. Was mache ich denn hier? Okay.
Die Psychic lebe ich nicht. What about you, Celebi? Aura Sphere. Oh, Aura Sphere könnte killen. Aura Sphere killt sogar. Celebi. Und wir drücken einfach Aura Sphere. Let's go. Denn jetzt das nächste Problem ist dieses Talonflame. Okay. Das Talonflame. Ich tue hier dem mit Psychic. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage natürlich, ne? U-Turn. Hurricane. Hurricane. Ich muss einmal was nachkalken. Gegen Shield. Hat der Hurricane wie viel gemacht? 26. Ach. Nee. Oder? Warte mal. Hurricane hat 26 gemacht. Warum so viel? Warum so viel? Ich glaube, mein Play ist es, Tusk abzuwerfen. Celebi könnte ein Leben, ne? Wenn das wirklich nur 2-5-2 Mordes ist. Ich kann auch sein, dass ich mich gerade verkalke oder so. Ich weiß es nicht. Und einfach hoffen, dass ich danach den Hurricane lebe. Okay, wir werfen Tusk ab. Das ist Hurricane Nummer 1. Der wird auch 100%ig treffen. Wenn der am Ende des Tages jetzt Specs ist, dann ist eh verloren. Aber wenn es 2-5-2 Mordes ist, lebe ich den Hurricane und sollte mit 2 Psychics killen. Specs. Fuck. Ah! GG, Lukas. GG. Fucking Specs, Talonflame. Alter. Ohne Specs hätte ich einfach gewonnen. Ach, fucking hell. Leider das Specs auf Talonflame. Naja, 1-0. Schade, aber was soll man machen? War trotzdem sehr cooler, spannender Kampf, hat Spaß gemacht. Ja, dementsprechend würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Und ich würde sagen, oder reinschauen, bis auf dem nächsten Video. Goodbye.